Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Heute werden wir angeln. Ich hoffe, ich habe genug Larven am Start. Seebarsch. Lachs. Bist du der Lachs? Ihr seht alle irgendwie gleich aus. Seebarsch. Bist du der Lachs? Jawohl. Mehr wollte ich gar nicht. So, unsichtbar. Ich brauche zwei Lachse. Sei bitte ein Lachs. Ja. Oh. Das Glück ist mit mir. So, dann holen wir das hier auf jeden Fall. So. Und dann können wir sie eigentlich wieder rufen, ne? Nein. Warum lungerst du auf Moons Schiff herum? Ich habe nichts berührt, das die Pinkhaarige berührt hat. Moon ist meine Freundin, lass sie in Ruhe. Deine Freundin, aber ich bin eine bessere Freundin, oder? Ako, ich bin enttäuscht. Miau, ich dachte, du magst Kätzchen. Und die Pinkhaarige hat Geheimnisse, Geheimnisse, die sie nicht verrät. Sie ist die Böse. Ich vertraue ihr, Yuki. Moon war immer sehr nett zu mir. Du solltest dir nicht trauen. Ich kann dir Informationen über die Sternpatrouille geben, die sie vor dir verheimlicht. Das interessiert mich nicht. Es ist sicherlich gestohlene Information. Prinz Nummer 3. Geheimes Dokument. Immer noch nicht interessiert? Für einen kleinen Preis gehört es dir. Wie wäre es mit einem leckeren Schokoladenkuchen? Ja. Der Kuchen. Die Informationen. Wie du siehst, bin ich eine wahre Freundin. Vergiss die Pinkhaarige. Prinz Nummer 3, Name Aki. Alter 13 Jahre alt. Im Jahr 75 fiel der Kleinplanet Alma Quadrant 4 in sich zusammen und setzte das Element Leben frei. Zeugin der Ereignisse Lili Nymphäe. Lili? Lass uns rüber. So. Na, siehst du mal, jetzt ist sie wieder hier und nicht verbuggt. Guck mal, das Blümchen. Warum habe ich nicht gleich sofort dran gedacht, dass er die Wolle hat? Habe ich jetzt Wolle gekauft oder hatte ich kein Geld dazu? Oder hat es gerade noch gereicht? Warte. Es hat gereicht. Wir können die Wolle abgeben. So wünsche ich mir das doch, wenn alles läuft. Da habe ich die Wolle gekauft. Stimmt, ich muss eine Wolle gekauft haben. Weil ich dachte, ich brauche sie irgendwann. Aber ich weiß selber nicht, wie ich Wolle bekomme. Das ist das Problem. Vielen Dank für die Wolle. Jetzt kann ich den Mantel fertig machen. Aber ist der nicht etwas zu klein geworden? Er ist nicht für mich, er ist für die Zukunft. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Danke. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich auch noch Sachen verkaufen an die, ey. Ich glaube, Metall brauche ich nicht mehr so oft, ne? Verkaufe ich mal so viele, dass ich noch 100 habe. So, und dann kaufen wir uns nämlich davon ein paar.
So, dann können wir nämlich den Auftrag auch gleich abschließen. Wir haben die erste komplett. Guckt es euch an, 100%, 100%, guckt sie euch an, 100%. So. Hier ist Unsichtbarkeitstrank. Vielen Dank für diesen Gefallen, Akku. Ich muss einfach fragen, wofür wollen Sie ihn verwenden? Ich werde ihn nicht trinken. Er ist für meine Sammlung an Zaubertränken. Ah, all diese bunten Gläser, eine tolle Sammlung. Das Eis offenbarte mir heute eine neue Vision. Die Geburt eines neuen Elements steht bevor, Akku. Es hat etwas mit deinem Planeten zu tun, Dyland. Mit meinem Planeten? Drei Prinzen vor dir haben die magischen Kräfte ihrer drei kleinen Planeten freigesetzt. Aus diesem Grund sind in unserem Universum diese drei magischen Elemente aktiv: Feuer, Eis und Leben. Die drei Tempel von Ancora sind diesen Elementen gewidmet. Genau, und Dyland wird das vierte Element freisetzen. Das ist deine Aufgabe. Was für ein Element ist es? Wind. Bald werden wir einen vierten Ankh-Weisen wählen und einen Windtempel bauen müssen. Doch der erste Stein des Tempels muss aus Kristall sein. Du musst einen Kristallstein von Dyland mitbringen, damit wir mit dem Bau des neuen Tempels beginnen können. Aber der Kristall zerfällt, wenn er den Planeten verlässt. Nicht, wenn du ihn transportierst. Nur der Prinz kann den Kristall von Dyland entfernen. Ich verstehe, ich versuche es. Okay. Ich gucke. Aber jetzt kaufe ich Schutztrank, na gut. Dann wollen wir mal zurück. Dann pflanzen wir die komischen Pflänzchen ein, die der Typ haben möchte. Dann haben wir ihn nämlich auch so gut wie abgeschlossen. Und wir sind, glaube ich, jetzt in den letzten Folgen. Ich glaube, wir müssen uns langsam von unserem kleinen süßen Planeten verabschieden. Schade. Also das Spiel hätte auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt, sagen wir es so. Aber so ist das halt so einfach nur Questen. Ich meine, es macht Spaß, die einzelnen Ziele halt zu erreichen, aber in der Zwischenzeit muss man sich auch irgendwie beschäftigen können und da haben sie nicht dran gedacht. So, meine Pflänzchen. So und so. Dann gießen wir die nochmal. Können wir nämlich gleich direkt weiter. Meteorit. Oh Gott. Da kannst du einschlagen. Holen wir sie direkt mal ab. Hä? Schon wieder? Hab ich irgendeinen tollen Samen bekommen? Nö. Schade. Gut, du hast keine Aufträge für mich. Du hast dir einfach gedacht, hey, ich fliege einmal um den Planeten herum. Und komm dann einfach wieder. Das würde er gar nicht merken. Hihihi. So. Holen wir uns die mal kurz rein. So, ihr braucht ja sowieso noch ein bisschen, ne? Ihr seid gleich fertig. Die Milch brauche ich. Dankeschön. Und dann möchte ich gucken. 20 Stück. Ja, kein Problem. Ich habe mehr als genug. So, dann holen wir die ab. Und genau, dann gehen wir zu unserer Besucherin und fahren nochmal rüber, falls wir noch genug Benzin haben. Ja, nein, haben wir nicht. So. Abmarsch! Hallo, ich will dein Raumschiff nicht kaputt machen, ich will losfliegen.
So. Erst gehen wir zu dem Typen. Alter. Moon! Zeig mir nicht den Weg. Umi, ich hab die Blumen. Es ist genug, um einen Blumenstrauß zu machen. Sind sie für Hute? Ja. Ich wünschte, sie würde nicht mehr sauer auf mich sein. Ich vermisse sie. Kannst du ihr die Blumen von mir geben? Natürlich. Mach ich doch. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich habe nämlich 2 von 4 gesehen. Das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Und dann gehen wir direkt da hinten hin. Ein Geschenk eines gut aussehenden Ahnjägers. Umi? Blumen von Umi? Ja, er gibt sich große Mühe und hofft, dass du ihm auch etwas Aufmerksamkeit schenkst, Tute. In Ordnung, sag ihm, dass ich seine Einladung zum gemeinsamen Abendessen annehme. Davon hat er nichts erwähnt. Großartig, wir sagen es ihm. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Und plötzlich ist das Spiel vorbei, wenn ich das abgebe. Das wäre ein bisschen weird. Also ich würde schon hoffen, dass man alle Aufträge beenden muss, um das Spiel zu beenden. Hoffe ich. Sie hatten recht, der Kristall ist nicht zerfallen. Fantastisch! Der Ankh wird dieses Gestein auf einen Berggipfel bringen, wo ein kräftiger Wind weht. Es wird Jahre dauern, aber wir werden hohe Mauern und Gewölbe bauen. Ein großer Tempel für dein Element. Umhang, eine... Okay. Wann bin ich bereit, die Magie des Eises zu kontrollieren? Das bist du schon, Arko. Deine Besuche auf Ankora haben deinen Geist gestärkt. Die Zeit ist reif. Du brauchst nur einen Magierstab herzustellen, der die Kraft des Eises in sich aufnimmt. Verwende den Kristall und sammle den Rest der Materialien selbst. Vielen Dank! Stab. Neue Mission. Stab. Na gut. Dann gehen wir zurück zu Umi und hoffen, dass wir nicht nochmal auf den Planeten müssen, weil ich kein Benzin mehr herstellen möchte. Ja, jetzt kann ich mir auch noch ein bisschen was kaufen, wenn der Pirat kommt. Wie sieht's aus hier eigentlich? 83. Ja, Frösche brauche ich noch irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich Frösche hernehmen soll. Ich habe noch nicht mal jemals einen Frosch gesehen in diesem Spiel. Zum Abendessen? Ich bin nicht vorbereitet. Ich brauche eure Hilfe. Was sollen wir vorbereiten? Ich habe das Rezept, aber nicht genug Zeit, alle Zutaten zu sammeln. Wir helfen dir. Sag uns, was wir vorbereiten müssen. Köstliches Fisch-Sushi. Wir müssen nochmal zurückkommen. Na gut. Zurück nach Dayland. Oder müssen wir Sushi machen? Wieso Sushi? Ich habe so viel Fleisch. So viel Fleisch. Ich hab Kuchen. Ich meine, eine Frau kannst du begeistern mit Kuchen. Das weiß doch jeder. Was auch immer du bringst. Wolle. Okay, ich muss 2 Wolle kaufen. Kristallstein. Oh. Die machen mich fertig hier. So. Fehlt nur noch eine bessere Axt, ne? Eis! Du hast deinen Zauberspruch gelernt, Blitzschlag. Aber es geht noch besser, es geht noch besser. Okay, Wolle. Wofür auch immer ich diesen Umhang brauche. So, mehr Melonen. Nehmen wir hier den Pilz noch mit. So.
Machen wir die nächsten Blümchen fertig. Die bleiben dann auch erstmal drin. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Blumenfan. Lachs. Ob ich zwei Lachse hinbekomme? Ein Lachs? Das ist Sushi. Nein, ich hab kein Köder mehr. Yeah, warum, ey? Bullshit. Verkaufst du mir Köder? Das wäre echt schön. Nein, keine Köder. Lilly, ist es möglich, die Auswirkungen des Gifts zu bekämpfen? Ja, ich kenne ein natürliches Gegenmittel, das gegen jedes Leiden hilft. Sammle diese Zutaten und ich gebe dir das Rezept. Alkohol. Alkohol kann ich sammeln. Allein schon sammeln. Ich gehe jetzt aufs Feld und pflücke mir ein bisschen Alkohol. Ich habe alle Zutaten, um das Gegenmittel herzustellen. Super, schau zu, während ich den Trank braue, damit du lernst, wie es geht. Gegenmittel. Mit jedem Tag, der vergeht, bist du besser vorbereitet. Jetzt kann ich dir einen sehr nützlichen Naturzauber beibringen. Ein neuer Zauberspruch, wozu dient er? Das ist eine Überraschung. Zuerst brauchst du einen besonderen Stab, der es dir ermöglicht, die Magie des Elements des Lebens zu steuern. Um ihn herzustellen, musst du einige wertvolle Materialien sammeln. Stelle den Stab des Lebens her und schon bald wirst du den neuen Zauberspruch kontrollieren können. Das ging schnell. Was brauche ich denn für den nächsten Stab? Oh. Frosch. Der Zauber verwandelt deine Feinde in Frösche. Ja, es ist ein sehr mächtiger Zauber. Du musst lernen, ihn weise einzusetzen. Er funktioniert zwar nicht immer, aber meistens, wenn das Monster bereits schwach ist. Okay, das werde ich nicht vergessen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Bla bla. So, wie weit habe ich die Troller denn schon? 90%. Oh, den habe ich 100% abgeschlossen. Nice Sache. Gut, jetzt haben wir auch den mächtigsten Stab. Wer wollte Frösche? Le Zauberer. Und hier fehlt mir noch der Sushi. Zwei Sushi! Vor allem ist dieses dämliche Schutzgebiet weg. Geht doch. Oh, wie soll ich denn jetzt an den Larven rankommen? Ich weiß nicht, ob der auf Ancora mir Larven verkauft. Ich kann es nur versuchen. Komm, was soll's. Gehst du jetzt mal weg? Hey. Oh Gott, nein. Komm bitte nicht wieder. Oder hast du noch einen Auftrag für mich? Hey. Nein. Dann lass uns nochmal rüberreisen. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als hier die ganze Zeit hin und her zu reisen. Ah, das mir Larven fehlen. Ey. Ich dreh durch. Kann ich nicht bei irgendjemandem Lachs kaufen? Kann ich bei dir Lachs kaufen? Naja, aber Larven. Und ich brauche noch Alge. Konnte ich bei ihr da hinten Lachs kaufen? Aber wenn, dann eher beim Koch, ne? Würde ich mal grad behaupten. Wer weiß, wann der kommt. Nein.
leider nicht. Na gut. Einmal Benzin umsonst verschwendet, ja, dann stellen wir gleich eine größere Menge her. Bei wie viel Prozent sind wir? 93. Eventuell ist das sogar der letzte Auftrag für ihn. Also so viel Benzin will ich jetzt nicht herstellen. Ah, aber ich kann dich in den Frosch verwandeln, Kleiner. So, erstmal so. Dann Frosch. Frosch. Dann sammeln wir dich ein. Okay. Eevee. Gut, lass uns zurück. Jetzt wir haben zumindest den Frosch organisiert. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt kann der Magier nämlich kommen. Und wir können versuchen, Lachs zu fangen. Seebarsch. Komm schon, ich brauch so viel Lachs dafür. Okay, noch zwei Lachs. Oh, der Magier ist da. Seebarsch. Falscher Knopf. Lachs. Okay, ein Lachs brauchen wir noch. Kein Kätzchen, sehr schön. So wünsche ich mir das. Hier ist der Frosch, aber sei vorsichtig mit ihm. Keine Sorge, er wird einfach in eine Kaulquappe zurückverwandelt. Was ist los? Hat es funktioniert? Nein, der Trank hatte eine Vermehrungswirkung. Jetzt ist mein Ballon voller quakender Frösche. Was für ein Pech. Leider kann ich hier auch nichts kaufen. Ja, viel Spaß mit deinen Fröschen. Ich hoffe, die breiten sich jetzt hier nicht auf meinem Planeten aus. Na gut. Zauberer ist auch durch. Jetzt nicht zu 100%, aber die Quest abgeschlossen. Gut, was brauchen wir als nächstes? Sushi, ne? Ja gut, dann machen wir schon mal den ersten Sushi fertig. Wir müssen auf den Koch warten, weil der hat, glaube ich, dann neue Köder. Oder ich habe Glück und der nächste Fisch, der auftaucht, der ist Lachs. Wir gehen mal schlafen, vielleicht erholt sich dann die Population im See. Ein Prinz sollte alle anderen Lebewesen beherrschen. Ich möchte dir dienen, mein Prinz. Ich brauche noch die bessere Axt. Gut. Ich warte jetzt ein bisschen auf Fische oder auf den nächsten Besucher und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.